Als ersten Sprecher darf ich Nico Maas begrüßen und er wird uns heute eine Einführung in den Raspberry Pi geben. Was ist das? Wie kann ich damit umgehen? Wie ist das zustande gekommen? Welche Typen gibt es? Bitte schön. Dankeschön. So, wir fangen heute mit dem Raspberry Pi ganz unten an. Wie ist das Ganze entstanden? Welche Grundlagen gibt es und wer steht überhaupt hinten dran? Zuerst mal kurz was zu meiner Person. Mein Name ist Nico Maas, ich bin IT-Systemelektroniker und Bachelor of Science. Früher an der HTW in Saarbrücken gewesen, jetzt in einem etwas anderen Raum da. Die Folien lade ich auch immer auf meiner Webseite hoch, kann man also auch jederzeit herunterladen und nochmal nachlesen, wenn man das möchte. Wenn man was jetzt nicht ganz versteht, ist es also jetzt nicht so schwierig, nicht so schlimm, man kann es jederzeit nachgucken. Bin auch bei Twitter man kann mich auch über E-Mail erreichen, wenn man Fragen hat. Zur Agenda. Wir fangen einfach vorne an. Erstmal werde ich ein paar Beispielsprojekte zeigen, um überhaupt mal zu sehen, was man mit dem Raspberry Pi überhaupt machen kann, weil das immer so meistens schön ist, um überhaupt mal zu sehen, was das Ding kann. Dann werde ich einen geschichtlichen Abschnitt darüber zeigen, was man so Ganze entstanden ist. Das Ganze ist ja seit 2012 sozusagen am Laufen, da ist inzwischen einiges passiert. Und es gibt auch verschiedene Arten von Raspberry Pis jetzt schon, von dem Anfangsmodell, wie man es anfangs so kannte, von diesem ersten Modell B in der Pre-Production, bis halt eben jetzt hin zu dem neuesten, dem Raspberry Pi Zero. Also da hat sich inzwischen einiges schon geändert. Da werde ich mal so die wichtigsten Modelle erwähnen. Und dann werden wir noch ein bisschen was lernen darüber, was für Software es gibt. Als letztes werde ich in dem Schritt hier noch zeigen, wie man den Raspberry Pi überhaupt erstmal benutzt. Das heißt, wenn ich das Ding zu Hause kriege, was brauche ich dafür? Wie bringe ich die Software darauf zum Laufen? Wie kriege ich das Ding gebootet und die wichtigsten Einstellungen erstmal gesetzt? Fangen wir aber erstmal ganz vorne an. Was kann man mit dem Raspberry Pi machen? Nun ja, anfangs war das System einfach dafür gedacht, dass Kinder damit programmieren lernen sollten. Und deshalb gibt es auch spezielle Umgebungen, die dafür gedacht sind, zum Beispiel jetzt das Ganze etwas grafisch zu programmieren. Das heißt, die haben dann wirklich so wie Lego solche Bestandteile, mit denen sie das Ganze relativ einfach dann zusammenklicken können und damit dann einfach solche logische Programmierung machen können. Man kann das Ganze aber natürlich jetzt auch über diesen Bereich hinweg nutzen, weil, wie gesagt, der Raspberry Pi hat relativ viel Ressourcen, das heißt eine sehr, sehr gute Grafikkarte, HDMI-Ausgang. Man kann das zum Beispiel jetzt auch benutzen als Media Player, um sich zu Hause so seine Full-HD-Videos anzuschauen, auf seinem Fernseher zum Beispiel. Auch eine Sache, wo vermutlich einige Pis momentan hauptsächlich eingesetzt werden. Dann natürlich auch als Spielekonsole. Der größte Vergleich ist übrigens real, da hat man das Ganze richtig schön klein zusammengequetscht gehabt. Kann dann MAME drauflaufen lassen, dann alte Spielhöllen-Klassiker sozusagen oder auch mal PlayStation 1 emulieren oder ähnliches. Man kann das natürlich auch als Supercluster benutzen. Das heißt, das hier hat jetzt der Professor Cox in England gemacht gehabt, hat dann einfach damals 32 Raspberry Pis zusammengeschaltet, um dann paralleles Programmieren den Kindern bzw. seinen Studenten zu lehren. Ist definitiv eine kostengünstige Sache, kostet dann in dem Konstellation so eher so um die 3000 Euro mit 32 Nodes praktisch. Wenn man dann davon ausgeht, so ein richtiges Rechencluster zu bauen mit 32 Nodes, kostet das so ein bisschen mehr, also ein paar mehr Nullen vor allen Dingen. Gibt auch relativ starke Benutzung in der Forschung, das heißt, hier hat man das jetzt für eine sogenannte Ozeankamera benutzt als Boje, mit dem man dann praktisch verschiedene Daten aufzeichnen kann, wie Wassertemperatur, Strömung und ähnliches. Oder auch als Drohne. Ich nehme jetzt ausnahmsweise mal absichtlich keine Flugdrohne. Die gibt es natürlich auch mit dem Raspberry Pi, aber die gibt es auch als Wasserdrohne sozusagen. Hier als kommerzielles Produkt, mit dem man dann sozusagen seinen Pool erforschen kann, wenn man das möchte. So Bastelprojekte sind natürlich beim Raspberry Pi sehr beliebt. Hier haben wir einfach einen Toröffner. Da hat jemand sich zu Hause dann als eines der ersten Projekte einfach mal sein Garagentor mit einem kleinen Relais, einem Raspberry Pi und seinem Siri gekoppelt und kann dann jetzt zukünftig über sein iPhone, über Siri das Tor öffnen. Ob das jetzt so sicher ist, ist eine andere Angelegenheit, aber dafür gibt es dann ja auch kommerzielle Produkte, die dann wirklich reell Zutrittskontrollen damit realisieren. Also der Pi wird, wie gesagt, auf diese Platine nur draufgesteckt und dient dann als Rechner, als Logikeinheit und das gesamte kommerzielle Produkt gibt es dann auch entsprechend so zu kaufen. Wir haben auch schon Fütterungsautomaten gesehen für Heimtiere. Als Root-Server gibt es den auch ganz relativ beliebt. Bei einigen Firmen bieten das an, Raspberry Pi für kleines Geld irgendwie im Rack stehen zu haben und dann dort als Root-Server zu benutzen. Früher vielleicht noch nicht so interessant, aber jetzt mit der letzten Generation von Pis, die wirklich wesentlich mehr Rechenleistung haben, ist es dann durchaus interessant. Kunsthochschulen verwenden es sehr, sehr gerne. Wir an der Uni natürlich verwenden es auch. Unser Daniel Fett hat da mal für das Sicherheitslabor mal eine Dartscheibe gebastelt, die er auch schon auf der Pi-Moma vorgestellt hat. Natürlich kann man sich auch einfach seinen eigenen Gameboy praktisch daraus basteln mit entsprechend 3D gedrucktem Gehäuse oder, wenn man es wirklich möchte, in etwas größerer Form als funktionierendes Handy.
Was ist aber jetzt nun der Raspberry Pi und wo entstammt der? Naja, der Raspberry Pi entstammt der Raspberry Pi Foundation. Und es ist auch gleichzeitig so eine relativ schöne, könnte man fast schon sagen, Liebesgeschichte von Eben Upton und seiner jetzt Frau Liz. Eben hat früher halt eben jetzt bei Cambridge University gearbeitet gehabt und hat dann festgestellt gehabt, dass immer weniger Studenten Informatik studieren. Also Informatik hat, auch wenn man das jetzt eigentlich jetzt anders denken würde, in letzter Zeit immer weniger, also immer abnehmendere Studentenzahlen. Und er sagte einfach hauptsächlich, dass das daran liegt, dass die Studenten einfach gar nicht mehr programmieren können. Die Jugendlichen benutzen PCs nur, das heißt, sie sitzen zwar die ganze Zeit jetzt über ihre Smartphones auf Facebook oder Twitter oder sonst irgendwo, aber sie konsumieren nur noch, sie produzieren nichts mehr. Früher zu seiner Zeit mit dem BBC Micro oder dem Commodore 64 musste er sich wirklich hinsetzen, Programmcode schreiben, hat dann irgendwelche Spiele geholt als Source Code, hat dann gesehen, ach, da ist ja irgend sowas wie eine Tür und hat dann festgestellt, die Zeile im Code ändert dann die Farbe davon und dann konnte man dann richtig anfangen, damit zu spielen und zu arbeiten und was Eigenes kreieren. Das fehlt heutzutage. Heute ist man nur noch Konsument. Und dementsprechend dachte er sich den ersten Raspberry Pi und der sah noch ganz anders aus als das, was wir heute kennen. Und zwar auf Basis von einem ATmega, also einem Atmel-Chip. Der hat halt eben dann nur 22,1 MHz und 512K RAM. Also von der Idee her eher so auf den C64 halt eben herauslaufend. Das war aber 2006 der erste Prototyp und bis zu 2011 hat sich das Ganze massiv geändert, denn eben änderte sozusagen seine Berufslaufbahn, ist von der Universität zu Broadcom gewechselt. Und Broadcom baut dann eben hauptsächlich jede Menge Prozessoren, SoCs. Und unter anderem diesen BCM2835. Das ist der Hauptchip, der auch auf den meisten Raspberry Pis drauf sitzt. Hier noch überlagert noch mit dem Arbeitsspeicher. Die baut man praktisch übereinander, Huckepack. Und das tatsächlich, der erste Raspberry Pi sah einfach so aus. Sieht ein bisschen anders aus. Damals war das Board-Design, das Layout noch nicht so ganz so effizient. Und damals hat er auch noch 256 MB Arbeitsspeicher gehabt. Aber das war praktisch das erste Modell. Und 2012 kam dann der Raspberry Pi in der ersten Generation dann tatsächlich in sehr, sehr kleiner Stückzahl, also 10 Stück, auf eBay. Der war auch ein bisschen teurer, wie man so sehen kann. Aber das war auch für eine gute Sache. Also diese 10 Stück wurden dann auch an große Computermuseen verkauft und das andere. Und all das ganze Geld, was dadurch angenommen wurde, wurde tatsächlich für karitative Zwecke gespendet. Die Raspberry Pi Foundation, die auch praktisch hinter dem Raspberry Pi steht, ist auch da sehr, 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 wie soll ich sagen, engagiert da drin, sozusagen ihren, wie soll man sagen, Lehrauftrag zu erfüllen, könnte man fast schon sagen. Das heißt also, die tun praktisch nicht nur Raspberry Pi sozusagen bauen, einen nach dem anderen und draußen auf die Welt werfen, sondern sie sorgen auch dafür, dass vor allen Dingen auch Tutorials entstehen dafür, Curriculum. Das heißt, die haben wirklich richtige Programmierkurse sozusagen entwickelt, mit denen man dann wirklich dann Kinder auch dann die Welt des Computers praktisch näher bringen kann. Dementsprechend war sowas für den Anfang natürlich auch relativ wichtig. Angefangen hat das Ganze dann richtig am 29.02.2012. An diesem Tag gab es dann bei Element 14, also Farnell, und bei RS insgesamt 10.000 Stück Raspberry Pis zu kaufen. Und zwar in dieser Version hier, Modell 1B10, mit diesem wunderbaren Programmierheader noch. Das ist jetzt keiner von der ersten Charge, weil die 10.000 Stück waren tatsächlich innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Durch die eBay-Auktion wurde man so aufmerksam, die Leute, die noch nicht wussten, was so ein Raspberry Pi ist zu dem Zeitpunkt, die wurden spätestens dann aufmerksam darauf. Und als es dann hieß, jetzt verkaufen wir das Ding anschließend dann für 35 US-Dollar, hat dann jeder gedacht, Moment, ein kompletter Linux-Rechner für 35 US-Dollar, mit dem ich noch irgendwie was basteln kann. Naja, dann gehörte ich auch zu denen, die dann um 5 Uhr morgens am Rechner saßen und wie bekloppt auf F5 gedrückt haben. Und wie gesagt, allein bei RS gab es über 100.000 Vorbestellungen und ich habe es auch nicht mehr geschafft gehabt. Die Seite war einfach hemmungslos überladen und das Ding war innerhalb von wenigen Sekunden ausverkauft. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch ein Leben nach dem Vorverkauf und irgendwann gab es dann auch den Raspberry Pi ganz normal zu kaufen und relativ schnell danach auch das Modell 2, das sich besonders dadurch unterscheidete, dass dann irgendwann in der Produktion dann die Grundspezifikationen leicht geändert wurden. Das heißt, früher hatte der Pi 256 MB Arbeitsspeicher, ab dem Zeitpunkt 512. Das heißt, die Leute, die jetzt dann gerade das erste Modell haben, haben sich dann schon so ein bisschen geärgert. Einerseits gefreut, dass sie den Pi hatten, andererseits dann nur die Hälfte vom Arbeitsspeicher. Aber kein Problem. Und es gab dann kurz Zeit später auch dieses Modell A. Das Modell B ist sozusagen der normale Pi. Das Modell A, was man hier sieht, ist eine etwas abgespeckte Version. Die war vom Preis her nochmal etwas günstiger, hatte aber dafür halt eben jetzt keinen Netzwerkanschluss mehr und auch nur einen USB-Port. Und das ist so, und die Hälfte vom Arbeitsspeicher, also in diesem Fall wieder 256 MB. Und das war halt eben hauptsächlich gedacht für Projekte, die wirklich sehr kostensensitiv waren. Und wenn man Netzwerk nicht brauchte, zum Beispiel für irgendwelche Kunstprojekte oder sowas, brauchte man das ja eigentlich nicht, nur für Steuerungsaufgaben. Und da wurde das Modell dann nun verwendet.
2013 kamen dann die Pi-Kameras, zwei Kameras, die direkt sozusagen beim Raspberry Pi auf einen speziellen Sockel aufgesteckt werden konnten, beziehungsweise das Flachbandkabel direkt hier an diesem speziellen Port integriert werden konnte. Das Besondere daran war im Vergleich zu einer normalen Kamera, die über USB lief, dass der Pi trotz seiner geringen Rechenleistung, dadurch, dass das an diesem Spezialsteck angeschlossen wurde, die Kamera direkt an die Grafikeinheit von dem Pi kam und dementsprechend konnte der Pi auch mit Full-HD-Videos und auch Fotos umgehen. Und das war natürlich ganz schön für viele Wissenschaftler, die dann damit angefangen haben, Kantendetektionen zu machen und irgendwelche Gesichtererkennung und sowas. Und das war dann auf dem Moment dann auch möglich. Die USB-Kameras waren da ein bisschen im Nachteil. Man versuchte dann auch, den Leuten ein bisschen mehr zum Pi zu bringen, indem man diese Noob-Software entwarf. Das ist eine spezielle Software, mit der man den Raspberry Pi relativ leicht, sag ich mal, konfigurieren kann, also das Betriebssystem draufbringen kann. Und Wolfram Alpha, beziehungsweise Mathematica, ist seit dem Zeitpunkt auch auf dem Raspberry Pi vorinstalliert. Das ist eine sehr, sehr gute Mathematik-Suite, die allerdings sehr, sehr teuer ist im normalen Einkauf. Beim Raspberry Pi ist das Ding kostenlos und uneingeschränkt dabei. Also wenn man dort ein bisschen Experimente machen will, ist das natürlich sehr interessant. 2014 gab es dann das sogenannte Compute-Modul. Sieht so aus wie so ein Arbeitsspeicher aus einem Laptop. Das stimmt auch insofern, als dass es das gleiche Layout benutzt, aber man sollte das jetzt nicht da irgendwo reinstecken. Das war praktisch ein Raspberry Pi, besonders kompakt eingedampft für die Serienproduktion in Geräten. Das heißt, wenn man irgendwo ein Gehirn brauchte, für seine Kamera in dem Fall zum Beispiel, oder in seiner Drohne, bei dieser Wasserdrohne war es auch so, wurden dann diese Module verwendet. Die konnte man dann einfach da noch reinklicken und konnte sie dann dort verwenden. Und kurz danach gab es dann die Modelle B+ und A+. Die haben, wie man sieht, ist diese GPIO-Leiste. Also das, was eigentlich den Pi so besonders macht, was dafür sorgt, dass man halt eben jetzt Geräte daran anschließen kann, sowas, wurde hier nochmal massiv erweitert. Also das heißt, da haben wir jetzt nicht mal diese 26, sondern eher 40 Pins, die wir verwenden können. Und allgemein wurde das Design ein bisschen geändert. Man hat jetzt mal sich darauf festgelegt gehabt, mehr von diesen Löchern zu haben, zum Montagezwecken und ein paar andere Sachen. Und davon gab es dann natürlich nicht nur ein A+, sondern auch ein B+-Modell. 2015 kam dann der große Moment, in dem dann die richtige Leistungssteigerung rauskam. Man beschwerte sich immer, der Raspberry Pi hat ja nur 700 MHz, 512 MB Arbeitsspeicher ist doch viel zu wenig, ich brauche mehr Power. Und dann kam dann der Raspberry Pi 2 und mit einem Mal hat man dann Quad-Core dann im System gehabt, also 900 MHz auf 4 Kernen und auch 1 GB Arbeitsspeicher und auch eine komplett neue Architektur drunter. Mit dem neuen ARM sozusagen drunter kann man dann jetzt auch Ubuntu verwenden und andere bekannte Systeme. Und auf die Basis aufbasierend dann dort hat man dann schließlich dann am 17.02.2015 dann sozusagen seinen Rekord geknackt und hat über 5 Millionen Raspberry Pis rausgebracht schon in die Welt. Die vor allen Dingen, das ist das Schöne dabei, zu Großteilen in England halt eben produziert werden. Das heißt, nur für den chinesischen Markt wird noch in China produziert, für den Rest der Welt in einem alten Sony-Werk in England, das eigentlich schon abgeschaltet werden sollte. Die hatten früher halt eben CRT-Monitore gebaut gehabt und die haben sie damit dann retten können. Das ist natürlich eine schöne Sache, dass man dort die Produktion am heimischen Standort praktisch hält. Bringt natürlich auch einige Vorteile und kostentypisch konnten sie trotzdem den Preis halten, obwohl sie es jetzt heimisch produzieren. Ist natürlich eine schöne Sache. So, und um jetzt auf die letzten Tage zurückzukehren, was bei uns ja gerade noch so passiert ist. Jetzt gibt es auch noch, wie man hier oben sehen kann, noch ein eigenes Raspberry Pi Display, was man direkt anschließen kann. Dann ein ganz besonderes Gehäuse mit ein paar Sachen. Hier ist es noch in der Endmontage. In der Konfiguration ist dieser Raspberry Pi inzwischen, oder zwei Raspberry Pis Modell B+, auf der Internationalen Raumstation angekommen. Es gab da einen kleinen Wettbewerb, halt eben jetzt, der in England ausgeschrieben war, und Schulkinder sollten halt eben dann dort Programm und Projekte sozusagen dort, Softwareprojekte schreiben für verschiedene Experimente in der Schwerelosigkeit. Das wurde dann sozusagen ausgewertet, die besten ausgewählt, noch ein bisschen optimiert von ein paar Experten und schließlich dann in der Form mit Timothy Peake, der momentan auf der ISS ja ist, hochgeschossen. Und der führt jetzt diese Experimente durch und sendet die Resultate wieder zurück zur Erde. Also eine richtig schöne Sache, um dann dort Kindern auch die Raumfahrt ein bisschen näher zu bringen. Und ja, der letzte Schrei sozusagen war dann dieses Baby hier, der Raspberry Pi Zero, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Ein voll funktionsfähiger Computer sozusagen für 5 US-Dollar. Das heißt, der war so günstig gewesen, dass man beim Raspberry Pi Magazin, bei dem MacPi, direkt vorne aufs Cover einfach draufklebte, also physikalisch. Und so hatte man dann sein erstes Computermagazin mit einem Computer dabei sozusagen, was natürlich ziemlich cool war. Ist nicht für jeden geeignet, wir werden auf die Besonderheiten von dem Modell auch noch gleich eingehen, aber prinzipiell kann man sagen, mit entsprechender Peripherie kann man es ganz normal nutzen, ja. Aber wie gesagt, eine ziemlich coole Sache und für so Embedded-Spielereien, wenn man so Automatisierungstechnik machen will, ist das natürlich richtig cool.
Aber gehen wir mal darauf ein, was der Raspberry Pi überhaupt ist und die Hardware. Das hier, wie gesagt, war jetzt der eigentliche Raspberry Pi Modell B, worüber die meisten noch gerne reden, wenn sie über den Raspberry Pi reden. So sah dann auch die damalige GPIO-Schnittstelle aus. Wie gesagt, inzwischen sind wir mit den Plus-Modellen etwas länglicher geworden. Aber prinzipiell, was wir auf der kleinen Sache auch schon sehen können, wir haben spezielle Header für Spannungsversorgung, 3,3 Volt, 5 Volt, Ground. Und wir haben ein paar GPIOs, die können wir als Ein- und Ausgänge benutzen. Das heißt, um eine LED anzuschalten, um es als Schalter zu benutzen. Oder für spezielle Sachen zum Beispiel. Bei diesen blauen Ports zum Beispiel sehen wir hier, die sind gedacht für den sogenannten I2C-Bus zu benutzen. Wir haben hier unten auch einen SPI-Bus liegen, den wir auch dafür benutzen können, um entsprechende Geräte anzusteuern. Und natürlich eine serielle Schnittstelle dabei. Und noch einen PWM-Ausgang. Also prinzipiell viele Möglichkeiten, um damit halt immer noch alle möglichen Arten von Projekten zu realisieren. Und wie gesagt, der Standard Raspberry Pi jetzt momentan, Raspberry Pi 1 sozusagen, Modell ist das Modell B+. Da haben wir weiterhin die 700 MHz ARM-Prozessor, 512 MB Arbeitsspeicher. Dann haben wir, das ist auch eine der Besserungen im Vergleich zu diesem Modell halt eben jetzt dabei, inzwischen jetzt sozusagen direkt hier oben die 4 USB-Ports anstatt 2. Und ja, das Ganze zu einem Preis von 32,90 Euro. Wir können damit das Ding direkt an einen Fernseher anschließen, entweder über HDMI oder über einen Cinch-Ausgang. Der ist jetzt aber in dem Fall jetzt nicht mehr voll drin, sondern als solche Mini-Klinke ausgelegt und können damit einfach dann ganz normal arbeiten. Wenn wir eher so im Embedded-Bereich arbeiten, lohnt sich das Modell A Plus eigentlich relativ gut. Hat zwar nur die Hälfte vom Arbeitsspeicher, auch nur ein USB und kein Netzwerk, ist aber ein bisschen günstiger und ein bisschen kleiner. Also für einige Spielereien, Wetterballons und sonstiges wird der gerne genutzt. Jetzt natürlich wird der Raspberry Pi Zero lieber genutzt, weil er ist von standardmäßig auf 1 GHz getaktet, hat immer noch so eine 512 MB Arbeitsspeicher und ist im Ganzen einfach unglaublich klein, weil das Ding ist einfach, es wiegt einfach nichts, ist unglaublich klein, kostet nichts, praktisch Wegwerfware, in Anführungszeichen, wobei das eigentlich niemals jemand wegwerfen würde. Und was wir dazu natürlich noch brauchen, wäre natürlich zum einen eine Micro-SD-Karte, das ist praktisch die Erinnerung sozusagen, die jetzt praktisch jetzt jeder Pi inzwischen braucht, also jeder benutzt jetzt inzwischen diese Micro-SD-Karten, da kommt praktisch unser Linux drauf, das schieben wir einfach rein und dann versorgen wir das Ding mit Strom und dann bootet es schon. Bei dem Pi Zero brauchen wir natürlich noch ein paar Zusatzsachen, um dort einfach unseren HDMI-Anschluss anzugeben, das ist hier alles ja aufgrund von den Platzgründen dann extra in Mini-HDMI ausgelegt, also braucht man Adapterkabel, es ist auch nur ein USB-Port wirklich da, das heißt, da muss man schon noch ein bisschen an Peripherie drumherum aufbauen, um den zu nutzen. Daher, wenn man die Idee hat, einen Raspberry Pi zu benutzen, besser mit dem Modell B Plus ein oder direkt zum Raspberry Pi 2 steigen, weil der einfach wesentlich mehr Performance hat. Mit 4x900 MHz kann man da wirklich ein bisschen mehr mit reißen halt eben dabei. Ist auch unwesentlich teurer und prinzipiell, wenn man dort anfängt, braucht man eigentlich nur noch ein DVI-Kabel, vielleicht eine USB-Maustastatur, einen Charger und eine SD-Karte und dann kann man schon anfangen. Prinzipiell sieht die ganze Familie inzwischen so aus, das bildet so ziemlich alles ab, was es sozusagen auf dem Markt gibt. Viele Sachen davon waren für den chinesischen Markt gewesen, wie diese roten, blauer für eine spezielle Preisausschreibung noch und ungefähr so sieht es jetzt aus. Es wird vermutlich demnächst nochmal mehr. Also es ist schwieriger inzwischen jetzt diesen Einstiegskurs zu halten, weil einfach so viele Modelle draußen auf dem Markt sind und man sich da ein bisschen einstellen muss. Wie erwähnt, gibt es auch die speziellen Kameramodule, einmal ganz normal. Und einmal als sogenanntes Noir-Modul. Das Noir- oder No-Air-Modul hat keinen Infrarotfilter drin. Das heißt, man kann also damit wirklich den gesamten Sichtbereich praktisch erkennen. Wird sehr gerne genutzt von den Biologen, weil man anscheinend unter normalen Einstrahlungen ohne diesen Irrfilter anscheinend das Chlorophyll relativ leicht nachweisen kann durch halt eben die Optik halt eben jetzt. Anscheinend, wenn der Chlorophyllgehalt sehr niedrig ist, also die Bäume sozusagen so am Sterben sind, mehr oder minder, sind sie sehr, sehr dunkel und sehr, sehr hell wiederum, wenn der Gehalt relativ hoch wäre. Hat was mit dem sichtbaren Bereich zu tun anscheinend. Ich bin kein Biologe, aber es ist so eines von diesen Projekten. Oder natürlich, der andere Verwendungszweck ist natürlich, man kann natürlich einen Infrarotscheinwerfer benutzen, die als Nachtsichtkamera praktisch benutzen. Dann, wie gesagt, das Display selbst wird auch direkt an den Raspberry Pi angeschlossen, ist aber mit 800x480 Pixel jetzt nicht so interessant und auch viel zu teuer, ehrlich gestanden, dafür. Also ich würde da eher sowas was Normales benutzen, was man auch sonst so im Handel kriegt. Ganz normaler kleiner Monitor oder sowas. Besonderheiten zum Raspberry Pi sind so ziemlich bei fast allen gleich. Der Raspberry Pi kommt
so praktisch, nackt. Also wir haben nichts. Wir haben kein Gehäuse, wir haben keine SD-Karte. Das heißt, es gibt immer noch einige Sachen, die man sich besorgen muss. Also man kommt jetzt nicht direkt dabei mit einem 32,90€-Rechner raus, sondern es gibt immer Sachen, die man brauchen muss, die man dazu kaufen muss. Man hat auch keinen richtigen An- und Ausschalter. Das heißt, man muss jetzt die Versorgungsleitung dann dort ziehen, Stecker ziehen. Und vor allen Dingen kann sich das Gerät auch keine Uhrzeit merken. Das heißt, sie muss es dann immer entweder extern beigesteuert kriegen über extra Erweiterungen oder sich übers Internet beziehen. Und naja, die letzte Bemerkung halt eben jetzt, wenn man besonders große energiefressende Geräte hat, wie zum Beispiel Festplatten, ist es immer sehr, sehr gut, wenn man einen aktiven USB-Hub für die verwendet und nicht direkt anschließt. Wobei das in den letzten Modellen eigentlich wirklich richtig gut gelöst wurde. Also entsprechend sind die jetzt designt, dass man auch sowas machen kann, ohne dann dort Sorgen zu haben, dass ein Pi einfach abstürzt oder nicht mehr funktioniert. Was für Software gibt es für ein Pi? Naja, wir haben einmal das Raspbian, Wheezy und Jessie, die zwei Versionen von Debian, Debian 7 und Debian 8. Die gibt es inzwischen dafür, das ist so das Standard, was wir auch gleich verwenden werden. Es gibt ein Fedora-Derivat, wenn man sich für Fedora interessiert. Es gibt ein Arch, Ubuntu Mate gibt es dafür, allerdings nur für den Raspberry Pi 2 und auch Spezialsoftware wie Snappy Ubuntu Core für IoT-Sachen. Dann gibt es natürlich auch Entertainment-Sachen für OpenELEC, OSMC, die alle auf XBMC irgendwie aufsetzen, für Videos sich anzuschauen im Netz. Es gibt spezielles RISC-OS, was extra von den Entwicklern von ARM sozusagen geschrieben wurde. Ist was ganz anderes, also wenn man schon Unix und OS X und alles gesehen hat und keine Ahnung, mal was Neues braucht, kann man sich mal RISC-OS ansehen. Das ist wirklich anders, also auch vom Feeling her. Und dann noch einige Spezialsachen dabei, ein Echtzeitbetriebssystem wie GBOS, Android nicht so ganz gut, aber noch vorhanden, Firefox OS, auch wenn das jetzt auch langsam vermutlich demnächst verschwinden wird allgemein. Und ja, Kali Linux gibt es natürlich dafür und OpenWrt, Spezialsoftware für Sicherheitstesting oder für Router. Da wir jetzt langsam mit der Zeit etwas fortgeschritten sind, möchte ich noch kurz noch zeigen, wie man den Raspberry Pi überhaupt bespielt oder überhaupt mal verwenden kann. Die meisten Informationen findet man immer auf raspberrypi.org. Da gibt es praktisch alle Informationen, die man wissen muss. Zum einen gibt es da ganz besonders auch die Downloads. Zum anderen gibt es einen Verweis auf die Wiki, wo alle Informationen drinstehen, welche Hardware funktioniert mit dem Pi besonders gut, welche USB-Sticks, WLAN-Sticks, was man immer auch braucht. Die Grundlagen dafür, was man eigentlich braucht, ist zum einen ein USB-Netzteil, mindestens 2 Ampere, also richtiges, dickes, altes Tablet-Ladegerät wäre dafür noch zu verwenden. Aber auf jeden Fall 2 Ampere soll das Ding liefern. Eine Micro-SD-Karte, am besten Class 10 und ungefähr 8 GB Speicher. Das würde sich empfehlen und Markenhersteller ist in diesem Fall jetzt nicht, weil wir wirklich jetzt gerne irgendwie Werbung für irgendjemand machen wollen. Das möchte ich jetzt auch nicht, sondern es lohnt sich wirklich. Man hat weniger Fehler auf den ganzen Systemen, weniger Probleme mit, lohnt sich. Und ein Gehäuse ist auch immer sehr zu empfehlen, damit dem ganzen Kleinen nichts passiert. Weiterhin, je nach Situation, verschiedene Anschlusskabel für den Monitor anzuschließen, USB-Maustastatur, was man braucht, Netzwerkkabel. So ungefähr kann man sich das als Explosionsgrafik vorstellen. Und genau, im Prinzip machen wir das Ganze einfach mal kurz. Wir gehen einfach auf die Raspberry Pi-Seite, raspberrypi.org, Downloads Raspbian heißt es jetzt genau, können uns dann sozusagen Raspbian Jesse in der Vollversion runterladen, als ZIP-Datei, entpacken die. Und wenn wir die dann entpackt haben, haben wir die zum Beispiel hier auf dem Desktop und müssen dann, na, das ist neu. So, na. Das ist richtig. Aber das Problem ist, wenn ich jetzt meine Ubuntu-Partition boote, dann weiß ich auch nicht, was passiert. Nee, wir gehen einfach... Wir haben auf dem Desktop, haben wir es irgendwo drauf liegen. Wir definieren das jetzt einfach mal so, das geht ja auch in der Forschung so. Und benutzen einfach diesen SD-Formatter, um unsere SD-Karte zu formatieren. Und schließlich, wenn wir das geschafft haben, was relativ schnell geht, müssen wir dann nur noch unsere SD-Karte mit diesem entpackten Image bespielen. Das machen wir ganz einfach, indem wir die entsprechende Software verwenden, also den Win32 Disk Imager. Das entsprechende Image auswählen, das hier auf dem Desktop lag, wie man sehen kann. Und dann ganz einfach auf das inzwischen, wo ist es denn? Na? Auf Write drücken, genau. Dann wird dieses ganze Image sozusagen auf unsere SD-Karte geschrieben. Wenn das Ganze fertig ist, ich werde das jetzt hier nicht in aller voller Länge hier zelebrieren, weil das dauert einfach lange. Wenn das fertig ist, entfernen wir einfach die SD-Karte aus unserem Laptop oder PC, stecken das Ganze in unseren Raspberry Pi, booten den. Und was wir dort vorfinden werden,
Wenn wir dann da drauf sind. Na, wird nicht das sein. Ah, wir haben wieder einen Desktop, schön. Sondern wir werden tatsächlich auf dem Raspberry Pi das folgende Bild dann dort sehen. Ich mache es jetzt gerade über Netzwerk, weil das mit dem HDMI-Gefummel ist jetzt etwas blöd. Na, aufwachen. Was ist der Vorführeffekt? Machen das mal gerade zu. Ist noch da. Ja, das werden wir dann schließlich dann auf dem Desktop vorfinden. So sieht der Standard-Desktop aus. Und alles, was wir dann noch machen müssen, war früher etwas komplexer über die Kommandozeile. Jetzt gibt es unter Menü Preferences ein Raspberry Pi Configuration Tool, was das Ganze auch schon ermöglicht, uns die Standardeinstellungen des Raspberry Pi über eine grafische Benutzeroberfläche zu machen. Sieht dann so aus. Das heißt, also, was wir dann standardmäßig machen würden, wären, wir würden Expand File System machen. Das heißt, dass er die ganze SD-Karte benutzt und nicht nur die 3,6 GB, die er anfangs vorschlägt. Wir werden hierzu wie einstellen können, was für Interfaces er benutzen kann, also ob er zum Beispiel die SPI oder I2C-Leitungen benutzen kann auf den GPIO-Ports. Man kann natürlich auch den Raspberry Pi hier noch ein bisschen übertakten, wenn man das möchte. Übrigens, wenn man den Raspberry Pi auf diese Turbo-Einstellung 1 GHz übertaktet, geht dabei auch keine Garantie verloren. Das ist eine Standardeinstellung, die supported ist, aber nicht jeder Pi kann es, deshalb macht man es normalerweise nicht. Und man kann unter den Lokalisierungen kann man dann noch einstellen, in welcher Sprache das System arbeiten kann, Zeitzone, Keyboard. Und wenn man das Ganze hat, wird das Tool einfach dann, nachdem man dann okay sagt und was auch wirklich gern hat, dann einen darauf hinweisen, dass man bitte neu startet. Und von dem Zeitpunkt war es das eigentlich schon. Damit hat man seinen Raspberry Pi erstmal eingerichtet und kann den dann benutzen. Zum einen mit der vorinstallierten Software dabei. Da gibt es viele Sachen für Programmierprojekte, für zum Beispiel Python was zu programmieren, Mathematica oder BlueJay für Java-Projekte. Wir haben auch den Sonic Pi drauf, eine Art Musiksoftware, zu dem es nachher auch bei uns einen Workshop gibt. Wir haben auch eine kleine Office-Suite drauf mit LibreOffice. Internetbrowser und ein E-Mail-Client, ein paar Spiele natürlich, die Version von Minecraft für den Raspberry Pi natürlich und auch so die üblichen Sachen wie zum Beispiel ein Taschenrechner, weil jeder Rechner braucht einen Taschenrechner. Und ja, wenn wir damit fertig sind, klicken wir einfach nur noch unten auf Shutdown, warten einen kurzen Moment und bestätigen einfach mit Shutdown, dass wir das Ding wieder herunterfahren wollen, nachdem wir wieder was Neues gemacht haben. Und von dem Moment an sind wir dann auch fertig. Gibt es noch Fragen? Ja. Das ist ganz frech, ist das Remote Desktop Tool von Microsoft? Ja, aber auf dem Pi läuft ja dann was dazu. Es gibt dafür das XRDP Tool. Damit kann man das Ganze. XRDP, ja. Und das kann das Ganze ermöglichen. In dem XRDP Tool weiß ich es jetzt nicht, aber man kann. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, ich habe jetzt auch leider heruntergefahren, ansonsten hätte ich es jetzt eben beantworten können. Ansonsten, man kann auch VNC benutzen, also eigentlich alles, was unter Linux so läuft, ist eigentlich für den Pi geportet. Deshalb habe ich es jetzt auch gerade verwendet. Ja? Ich hätte noch eine Frage, was ist denn letztendlich mit Windows-Hype geworden? Ja, es gab halt eben jetzt die Sache, dass das Windows 10 kostenlos für Raspberry Pi rauskommt, also für das Raspberry Pi Modell 2. Das ist allerdings auch draußen, ist auch verfügbar, aber das Windows 10 praktisch jetzt für IoT ist halt eben wirklich nur ein Werkzeug, um halt eben jetzt solche Internet of Things Anwendungen zu machen. Das heißt, es ist für Programmierer gedacht und die grafische Benutzeroberfläche beschränkt sich auch darauf, dass man einen Bildschirm hat, wo man eine Netzwerkeinstellung machen kann und keinerlei Desktop oder sonst was. Das ist also jetzt kein Windows 10, wie man das so kennt, dass man das so benutzen könnte wie dieses Windows 8.1, sondern es ist wirklich einfach nur ein Windows für IoT, um dann dort mit Visual C Sharp oder anderen Sachen dann dort irgendwelche Internet of Things und Sensor Projekte zu realisieren. Aber es ist kein Windows 10, wie man das jetzt kennt oder als Anwender nutzen kann. Spezialisiert nur auf Ein- und Ausgabe und für die Verarbeitung von Sensordaten und sonstigen Kram. Ja? Wie ist denn eigentlich die Anwendung von Linux GNU bei zum Beispiel PCs wie Banana Pi? Der ist ja zum Beispiel, wenn ich mir die Performance davon anschaue, ja doch
Nochmal ein Stück besser. Es kommt immer drauf an, und zwar der Banana Pi oder anderen Geräten zum Beispiel, es gibt einen sehr breiten Markt inzwischen jetzt an Modellen. Also Banana Pi gibt es ja inzwischen auch schon, ich glaube in der Pro-Version, in der 2er-Version. Der Pi selbst oder der Raspberry Pi Modell 2 ist schon relativ performant. Also den kann man wirklich gut für so ziemlich alles möglich einsetzen, auch als kleinen Desktop zu Hause. Wenn man aber mehr Power braucht, kann man auch zu solchen Geräten wie zum Beispiel im Odroid übergehen. Die verwenden dann als Prozessor einen Eniox aus einem Galaxy 3 oder 4 sogar. Die haben dann Quad-Core mit 1,6 GB und 2 GB Arbeitsspeicher. Die haben dann mehr Power, wenn man das wirklich braucht. Aber im Prinzip, es gibt inzwischen so viele Modelle auf dem Markt, die kann man gar nicht alle erwähnen inzwischen. Da schaut man einfach, was jetzt am besten passt für einen selbst. Okay, aber ich wusste jetzt halt nicht ganz, wie auf die ganze Konfiguration auch halt über Linux-GNU. Die ist je nach Gerät unterschiedlich. Also beim Pi ist es immer so das Gleiche bei allen Modellen, weil die halt einfach das gleiche Ökosystem drüber stülpen. Aber bei anderen Geräten, wie zum Beispiel Banana Pi, die benutzen ähnliche Konfigurationstools, weil die sehr stark bei Raspbian sozusagen kopieren. Aber bei manchen ist das natürlich komplett anders. Ja? Man hätte natürlich jetzt die Möglichkeit, jetzt wie bei jedem Linux-System sozusagen, dass man sowas wie Clem AV oder sowas benutzt, also diese ganz normalen Unix-Systeme dafür. Aber so einen richtigen Virenschutz in der Form gibt es jetzt eigentlich jetzt nicht. Also man ist da auf der gleichen Welt wie bei Linux. Aber es ist selten wirklich erforderlich, weil wenn man jetzt nicht jetzt direkt ein Virus mit Wine startet, selbst dann ist es ein bisschen abgekapselt davon. Es ist eher unproblematischer in der Sicht. Wenn auch weitere Fragen sind, ja. Bei dem Noobs ist es eigentlich relativ einfach. Das ist eine kleine Sammlung von Tools, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Ganz einfach, man geht auf die Seite von Raspberry Pi Downloads unter Noobs Vollpaket, formatiert seine SD-Karte einfach, dass sie lang ist, und kopiert einfach den gesamten Inhalt, nachdem man es entpackt hat, auf die SD-Karte drauf, steckt das Ganze rein und bootet davon. Da muss man diesen Schritt praktisch mit diesem Win32 Disk Imager nicht mehr machen und kann noch ein bisschen mehr direkt auf dem Pi installieren. Das ist ein bisschen einfacher und es gibt diese Karten auch schon fertig konfiguriert zu kaufen, dass man direkt diese Noobs-Karte kauft, reinschiebt und dann einfach direkt startet. Das macht es ein bisschen einfach. Ansonsten, wenn jemand noch Fragen hat, ich bin noch den ganzen Tag hier im Umkreis, also man kann mich auch jederzeit anhauen, ist auch kein Problem, oder einfach über die Webseite anschreiben. Ja, vielen Dank für diesen Vortrag. Dankeschön.